Ja, hier könnte ich jetzt guten Morgen sagen. Es ist Samstag, Ostersamstagmorgen. Wir stehen an der Schillerthöhle. Das heißt, wir stehen am Parkplatz zu der Schillerthöhle. Das Schild dazu sieht so alt aus. Vielleicht mache ich das als Titelbild. Hätte doch was. Sieht so alt aus, dass man denkt, naja, da kommst du aus den 50ern. Vielleicht ist es ja auch so. Auf jeden Fall kommen hier relativ viele Leute hin mit ihren Kindern und besuchen die Schillerthöhle. Ich bin da einfach nachgefahren, wollte eigentlich nach Launau fahren, habe dann aber gesehen, Entschuldigung, ich habe was getrunken. Habe dann aber gesehen, ach, Schillerthöhle, und dann bin ich danach gefahren und dann wurde es immer nebeliger. Und jetzt ist ringsrum und bin ich im Tal halt Nebel, aber wir stehen hier auf so einem Parkplatz. Und dachte, die nutzt die Gelegenheit jetzt und lese die Geschichten. Geschichte. Tatsächlich sind wir ja im Juni 2019 und eine der Geschichten aus dieser Zeit war ein kleiner Pfingstgruß, den ich geschickt habe. Dieses Jahr ist es Ostern. Irgendwie läuft mir die Nase. Also ich muss gestehen, dass es kalt ist. Wir hatten gestern wunderschöne Sonne, ganz tolles Wetter. Die Kinder in kurzen Hosen, T-Shirts, was auch immer. Nein, naja, kurzzeitig, ne? So. Also es war schon immer ein kalter Wind, aber es war schön. Und dann haben wir auf einem Stellplatz geschlafen, wo wir früher weg mussten, weil ab 10 Uhr das Osterfeuer, das war ein Osterfeuerplatz, war hinter uns so ganz viel Holz, der Osterfeuerplatz vorbereitet wurde und dann mussten wir weg, aber das Fahrzeug, das neben mir stand, war ein Lastwagen, da sprang der Wagen nicht mehr an. Der musste dann einen Abschleppwagen wahrscheinlich kommen lassen, damit er aus der heißen Quelle des abendlichen Feuers dann verschwindet. Das war ganz traurig für den, weil der auf dem Weg nach Hamburg war, um sein, oder ist, immer noch, ne, um sein Fahrzeug nach Kanada zu verschiffen, weil sie dann von dort die Panamericana fahren wollten. Ja, der Wagen kam aus der Werkstatt, hat er gerade erzählt, und jetzt eben ist wieder was und naja, er war ganz aufgeregt, als ich mich verabschiedet habe heute Morgen. Da war da eine junge Frau, ich erzähle jetzt ein bisschen was davon, lesen könnt ihr ja davon auch nochmal bei Gelegenheit. Morgen kommt es, glaube ich, in die Geschichte oder vielleicht auch heute Abend, schauen, wie ich so drauf bin. Eine junge Frau mit ihrem Kind, die 4 Wochen in Skandinavien gefahren sind, Besuch nach Tromsø und jetzt auf dem Weg nach Spanien sind, um ihre kalten Füße aufzutauen. Ja, lustige Geschichten, lustige Menschen, interessante, spannende Menschen, die wir so unterwegs treffen. An dem Platz davor habe ich zwei meiner Bücher verkauft, ganz überraschend, und sehr interessante Bekanntschaften gemacht mit Menschen. Ich bin überrascht. Und das alles um Hannover herum, weil da sind wir jetzt. Wir sind südlich von Hildesheim. Ich wollte erst die Nacht geschlafen haben, ich vergesse schon wieder alles. Noch stimmen? Also auf jeden Fall waren wir heute Nacht in Rolfshagen. Und jetzt treffen wir die Birgit, die auf einem Campingplatz in Rinteln lebt. Die treffen wir in der Nähe von Großen Wieden. Da habe ich gestern schon mal einen Park geparkt. Da steht mal so ein kleiner Parkplatz mit Bank und sowas. An der Weser, die richtig über die Ufer getreten ist und na, mittig stehen Büsche drin, ne? Mittig im Fluss stehen Büsche und es rauscht regelrecht, wenn der Fluss an diesen Büschen hängen bleibt. Wahnsinn. Genau, vor mir steht das Fahrzeug aus Leer. Ich glaube, die Familie, die Mutter mit den Kindern, den größeren Kindern, sind jetzt zur Höhle gegangen. Der Vater hat gefrühstückt, ein
Brötchen gegessen, sitzt jetzt, glaube ich, vor dem Handy oder das, was er da in der Hand hat, könnte auch ein Buch sein. Ja, ein Buch. Ein interessantes Buch zu lesen, ne? Wenn du ein Buch haben willst, ne, habe ich ja schon mal gesagt, triffst du mich irgendwo, kannst du mich irgendwo treffen und dann, ja, gucken wir mal ins Buch. Zusammen. Also ich treffe demnächst jemand. Auch jemand, die Andrea, die die Geschichten hier hört. Wir werden uns um Kassel rumtreffen, hoffe ich. Vielleicht an der Weser. Mal gucken. Mal gucken, mal gucken, was sich so ergibt. Ich habe auf jeden Fall jetzt eine kleine Geschichte. Die heißt, Reisen heißt auch warten. In einer 2019, in einer vielbeachteten Sendung im Fernsehen am Sonntagabend zu bester Zeit nach den Nachrichten hat Louis von dem Blog Come With Us Too in Bezug auf ihre Hochglanzfotos gesagt, dass sie eine Illusion verkaufen, weil sich niemand für Konflikte interessiert, die sie als Paar natürlich auch unterwegs haben. Die beiden sind zeitgleich mit mir gestartet und ich habe ihren Weg weitläufig verfolgt, weil es mich interessiert, wie Menschen mit ihren Träumen, Sehnsüchten, ihrem Suchen und Finden umgehen. Ich erfreue mich an ihnen und es macht mich traurig, wenn ich erfahre, dass die Dinge sich nicht so entwickeln, wie sie in der Vorstellung geglänzt haben. An meinem persönlichen Werdegang unterwegs seit 3 Jahren sehe ich manche Parallelen, aber auch ganz eigene Strukturen, die nicht übertragbar sind. Es ist wichtig, manchmal sogar überlebenswichtig, dass mein Weg meinen eigenen Möglichkeiten entspricht. Den Umgang mit meinen Ängsten, die Notwendigkeit der von mir gewünschten zwischenmenschlichen Begegnungen, der finanzielle Rahmen, in dem uns, also der Hündin Hilde und mir, das Leben und Reisen gelingen kann. Natürlich bin ich in einer bevorzugten Situation, dass jeden Monat die Rente kommt, auch wenn sie für ein Leben in der Stadt nicht ausreicht. Aber wenn es nicht die vielen lieben Menschen gäbe, die uns so oft zu ganz engen Freunden werden, dann würden wir vermutlich zwischen zwei, drei Stauseen in Norddeutschland herumdümpeln. So ist immer mal jemand da, wie Alex oder Peter, die ein Auge auf den Bus werfen und kompetent und selbstlos helfen. Es gibt eine Vielzahl von liebenswerten Hildefütterern, die uns unterstützen. Wie oft habe ich eine Flasche Wein oder gutes Öl bekommen, leckeres Obst und köstlich gemacht, selbstgemachte Marmelade, ein Paket Butter und Chips für unterwegs. Das prägt mein Leben und meine Geschichten, die Dankbarkeit und die Zufriedenheit, leben zu dürfen und vieles zu sehen. Davon kann ich gerne teilen und möchte meine Leser ein Stück mitnehmen, so wie mich oft Schriftsteller mitgenommen haben in ihre Welt der wunderschönen Reisen, während ich in Arbeit und Familie gebunden war. Dabei mit sich selbst und anderen ehrlich umzugehen, vielleicht sogar einen Kontrapunkt zu dem uns erdrückenden kapitalistischen System zu setzen, das ist mein Anspruch. Und auch deshalb schätze ich den Lebensplan manch anderer Reisende, finde die Statements von Louis und Steffi nachvollziehbar, deren Weg letztendlich ihnen die Möglichkeit gibt, sich auszudrücken, wie es für sie passt. Also im Facebook-Internet oder wahrscheinlich auch ganz normal im Facebook-Instagram oder ganz normal im Internet. Come with us. Englisches Wort. Come with us 2. Dann findet ihr die, die sind immer noch unterwegs, anders als ich jetzt oder anders als sie auch früher unterwegs waren. Aber wir haben ein interessantes Leben. Wir haben uns tatsächlich nie getroffen. Bislang nicht. 2019 und auch nicht bis 2023. Ich habe sie noch nie gesehen. Live und in Farbe. Aber ich höre immer wieder von anderen Menschen etwas über sie und schaue auch gern mal auf ihre Seite, so wie sie das wohl auch bei mir machen, vielleicht. Anselm Grün sagt, die Weisheit des Lebens besteht im Ausschalten der unwesentlichen Dinge. Ich wiederhole das gern nochmal. Die Weisheit des Lebens besteht im Ausschalten der unwesentlichen Dinge. Anselm Grün trifft öfter meine Gedanken, fast wie eine Wegkreuzung begegnen
sie meine Gedanken seinen Worten. Es gelingt ihm, in ihnen Bilder zu malen, die ich verstehe, mit denen ich meine Texte manchmal vervollständigen kann. Nicht immer geht es uns gut. Manchmal sind wir unruhig und voller Sorgen. Hilde leidet sehr unter Abschied und hätte am liebsten alle ihre Freunde um sich herum. Auch wenn wir dann wieder länger alleine sind und auf ausgiebigen Spaziergängen die Welt erkunden, dann versinkt sie im Jetzt, kann sich vom Geruch des einfachen Löwenzahns verzaubern lassen. Heute sind wir in der Wohnung von Peter, der arbeiten muss, haben kühle vier und mehr Wände um uns herum. Abends schaut Alex nach unserem blauen Bus, der Probleme mit dem Strom hat und gestern das Radio eigenständig ausschaltete, die Campingbatterien nicht mehr richtig lädt. Wie so oft in meinem Leben kann ich nur abwarten und vertrauen, hoffen und lernen, loslassen und dankbar sein und eine Geschichte erzählen, morgens beim Kaffee. Ich wünsche ein super schönes Osterfest. Was zu finden gibt's immer, oder? Bis bald.